Ja, Erik, schön, dass es äh, geklappt hat mit dem Interview. Stell dich doch mal bitte unseren ähm, Zuschauerinnen vor. Also, mein Name ist Erik Bosgraf. Ähm, ich komme aus den Niederlanden. Ich bin Blockflötist, äh, Dirigent. Ich spiele auch mal äh, Cembalo äh, als Continuo-Instrument. Ja, und ich lebe seit einigen Jahren in Köln und ich freue mich jetzt Teil vom ZAMUS-Festival zu sein. Das Zamos Early Music Festival hat ja dieses Jahr das Motto Spiele mhm. und ähm, ist schon sehr interessant, wie da viele ähm, viele Interpreten darauf eingehen auf das Thema. Wie hast du dich besonders mit deinem Konzert für für das Thema Spiele ähm, begeistern können oder wie hast du dein Programm aufgebaut? Also das Programm heißt Doppelgänger und das ist ein Konzert für Blockflöte Solo und Live Electronics. Mhm. Das heißt ich spiele alleine quasi mit meinem schatten. und das ist tatsächlich ein spiel, weil ganz viel improvisiert ist. das heißt, ich spiele was, jore tamenga, der live elektroniker, nimmt das auf und bearbeitet es dann und dann wird es wieder durch die lautsprecher gesendet. sozusagen ich höre das und ich muss etwas damit. also entweder ich gehe mit, mit was ich da höre, oder ich gehe dagegen. Mhm. Also, es ist sozusagen ein, es ist nicht, das ist, ist interessant, weil ich habe ein Gespräch mit meinem virtuellen Ich, sozusagen. Mhm. Äh, von daher auch der, der Titel, äh, Doppelgänger. Und das bezieht sich auch auf, wie in der heutigen Zeit wir alle ein, äh, eine Art äh, Online-Avatar haben. Wo alles viel schöner und besser ist und äh, wir eigentlich eine Art, ähm, ja, so wie wir wollen, dass anderen uns sehen, äh, präsentieren. Das ist natürlich im echten Leben auch, auch so, aber das ist durch, das, durch die, vor allem durch, durch Social Media natürlich noch viel stärker geworden. Also das Thema mit dem, das Gespräch mit dem virtuellen Ich ist interessant. Da kommt noch ein Extra. Eine extra Sache dazu, und das ist, dass das Publikum auch die Möglichkeit hat, sich zu mischen in, in was wir machen. Also das Publikum wird die Möglichkeit haben, auf einer Website mit ihrem Handy bestimmte Soundfiles zu steuern und damit auch eine Rolle zu spielen in unserer Performance. So haben wir auch ein interaktives Element gemacht. Das, das, das muss das Publikum gar nicht machen. Einige können es machen, andere können, man kann auch sagen, ich mache das nicht und ich genieße einfach, was, was gerade kommt. Aber ja, so, so versuchen wir auch zu gucken, wie wir ähm, das Publikum aktive... Aber nicht zu aktiv, weil die bezahlen ja dafür, dass die einen schönen Abend haben, bei den Performance äh, teilnehmen können. Das klingt total interessant. Was ist denn für dich, jetzt gerade in der heutigen Zeit, wo es jetzt um viel Digitales geht, was ist denn für dich die, die Herausforderung heutzutage mit so viel Digitalität ähm, alte Musik zu machen? Also ganz generell ist es schwierig, finde ich, ein Leben zu haben mit all dieser Digitalität. Ich merke, dass es schwieriger ist, mich für längere Zeit zu konzentrieren als früher. Ich bin 42, also ich komme noch aus einer Zeit, dass es fast kein Internet gab und auch kein Handys. Ich habe, ich weiß nicht, dass die es gab, dann Handys, wo man fotografieren konnte. Und ich dachte, wozu so braucht man eigentlich ein Handy, wo man fotografieren kann? Ja. Und das hat ist alles so schnell genommen und die Algorithmen sind so gut, dass ich glaube, wir alle eine Art kollektive Sucht haben. Ähm, und es ist ganz schwierig, davon Abstand zu nehmen. Und ich, ich, ich ärgere mich auch oft über mein eigenes Verhalten, wo ich plötzlich merke, hey, jetzt bin ich schon wieder eine Viertelstunde äh, verloren. Weil einfach ich, so diese Dead Scroll heißen das, glaube ich, dass man einfach ja. so, und das ist einfach unglaublich. Und das, das hätte ich früher nicht gedacht. Und ich, ich glaube, der, ich laufe jetzt auch viele äh, Marathons und so. Und das ist für mich eine Art Flucht, da, da, wo ich wirklich nicht das Handy habe und wirklich mal ein äh, bisschen Art Mindfulness machen kann und mit der Natur. Weil ja, es, es, es kommt ständig immer wieder. Mal schnell das checken, mal schnell das checken. Und ja, diese, für, für, für gute Kunst braucht man eigentlich ganz viel Zeit ohne Ablenkung. Ne? Und das, ist, das wird immer schwieriger. Finde ich auch total beängstigend, diese Algorithmen, wie gut die geworden sind und wie sehr die uns beeinflussen und wie sehr die uns in, diesen, in dieses Digitale reinziehen. Mhm. Ähm, vielleicht ist ja genau dann dieses Konzert, was ihr plant zusammen, nochmal so eine, eine Reflexion davon, dass man sieht: okay, wir reagieren vielleicht auch manchmal gar nicht so aktiv auf, auf unser, unser digitales Ich oder wir haben wirklich so zwei getrennte Welten. Und mhm. ähm, deshalb finde ich die Idee total interessant zu sagen, okay, ich reagiere live auf das, was mir quasi das digitale oder das elektronische vor, vorgibt oder vorspielt. Ja, ich, wir müssen natürlich auch aufpassen, als alte Musikspezialisten zu sagen, okay, ich möchte nicht damit zu tun haben. Ich glaube, dass äh, es auch viele Möglichkeiten gibt, damit wirklich Schönes und Gutes zu tun. Aber es ist eine Herausforderung. Ähm, und Vielleicht ist auch gerade das, das Spielelement weil äh, so, so wichtig, dass ich reagieren reagiere auf, was aus den Lautsprechern kommt. Und dieses, dieses Spielelement ist, ist, ja, könnte ganz interessant sein. Aber mal gucken, wie weit es führt ne, mit den, mit den äh, Entwicklungen, auch mit Chat, GPT und solche Sachen. Ja, das ist ja der aktuellste Punkt, irgendwie, ne, wo man denkt: ja. okay, wenn die Software noch besser wird, dann komponiert die auch in zwei Jahren oder. Schreibt komplett neue Werke im Stil von das gibt's von Das gibt es schon. Ja. Und ich glaube, in zehn Jahren gucken wir uns dieses Video an und wir denken, wie blöd waren wir. Genauso wie mit meiner Gedanke damals, wieso braucht ein Handy eigentlich eine Kamera? Hm. Ja. Das, ist, das ist auch ein bisschen beängstigend, wie schnell alles geht. Ja. Und vielleicht deshalb ist es, ist es umso mehr relevanter, mal zu reflektieren, über was wir, ja, wo wir eigentlich gelandet sind und ob es ob es nicht eine Lösung ist für ein Problem, das wir eigentlich nicht hatten. Mhm. Ja. <laughs> ähm, ja, sehr guter Punkt, finde ich auch. Genau. Ja. Ohne, das, ohne diese ganze Digitalität werden wir, glaube ich, jetzt nicht an diesem Punkt uns wieder daraus befreien zu wollen, vielleicht. Ja, genau. Genau, ihr habt ja auch, also eure Performance wird ja im A-Theater stattfinden, ja. was ja auch jetzt gar kein so klassischer Ort für, für barocke Musik ist, sondern tatsächlich einfach ein Club, beziehungsweise... Konzert dort, an dem sehr viel Jazz und ähm, zeitgenössische Rock Musik auch. stattfindet, ja. Rockkonzerte. Ja. Was ist da für dich das Besondere daran, an so einem Ort dein Konzert zu geben? Also für, für mich ist es fast nostalgisch, weil ich Anfang der 20er Jahren ganz viel äh, in solche Venues gespielt habe, weil ich in einem Rockband war, mhm. äh, als, als Saxophonist, Blockflötist und äh, Tastenspieler. Also, als ich da reinkam, dachte ich, hm, ja. Aber damals hat's noch mehr, ich kling, ich merke, ich klinge vielleicht ein bisschen zu viel wie Opi. Aber <laughs> damals hat's noch immer so viel wie Zigaretten und Bier. Jetzt ist nur noch, jetzt gibt's das nicht mehr so. Aber es ist eine ganz andere Art von Spielen. Ähm, zuerst, weil es nicht sehr still ist, sehr leise ist. In einem Konzertsaal ist so isoliert, dass es leise ist. Aber in einem Popsaal ist immer ein, eine, eine Grundnoise da von dem Kühlschrank mit Bier sozusagen, dann äh, die, äh, Air Conditioning und solche Sachen. Das heißt, das, das, ähm, es muss schon ein bestimmtes Volumen haben. Manchmal mache ich auch Performances, wo ich ganz, ganz, ganz leise spiele. Das ist auch interessant, aber das geht da natürlich nicht. Also das muss man anpassen. Dabei ist es dann ein Blackbox. Ich mache auch oft Live-Electronics in äh, Kirchen. Da hat man ja schon die Akustik. Das ist fast auch ein, eine Kirche ist in diesem Sinne auch fast ein Theater, wo man spielt, weil diesen Raum so eine, eine klare ähm, Dramaturgie hat. Äh, hier ist es ein Black Box und, und deshalb sozusagen neutraler und muss man schon mit, mit, äh, mit Licht und mit, äh, ja, kann man mehr damit spielen und auch. Wir haben eine spatiale, ne, also mit, mit mehreren Lautsprecher. Mhm. Und wenn man gar keine Fenster hat, sozusagen gar keinen Horizont sieht, dann verliert man auch schnell die Orientation. Und damit kann man ja auch spielen, äh, weil ähm, dann kann, die, die, ja, das, das durch die Lautsprecher kann man dann links, rechts und vorne, hinten. Und so kann man dann, glaube ich, noch stärker eine virtuelle. Es kann, mehr, es kann sich mehr wie ein Traum anfühlen, glaube ich. Also in einer Kirche sieht man immer noch, okay, wir sind im heute und jetzt, es gibt Tageslicht. Mhm. Und hier geht man eigentlich wirklich 40 Minuten in eine Art Traum rein. Und so, kommt dass dann das Publikum komplett losgelöst ist von, von dem Raum, in dem sie sich befinden. Genau, ja. genau. Und das könnte dann es könnte psychedelischer werden, sozusagen, ja. weil, diese, weil dieser Horizont äh, weg ist. Ja. Dein Konzert wird ja Teil des Eröffnungsmarathons sein. Also wir haben jedes Jahr im Samus Early Music Festival den Marathon, also einen Tag, an dem ich finde den Begriff manchmal schwierig, denn der klingt so schwer. Also Marathon klingt immer nach sehr viel Arbeit, sehr viel mhm. körperlicher ähm, körperlichem Leiden. Ähm, es ist in dem Sinne aber ganz nett, weil die Konzerte haben alle eine, eine humane Länge und äh, sind mhm. sehr abwechslungsreich an drei verschiedenen Orten. Was? Es ist eher ein Tapas-Menü vielleicht. Das ist, genau, das ist ein sehr guter Punkt. Ja, wir wollen natürlich ne, mit, dem, mit dem Eröffnungstag dieses Jahr so ein bisschen darauf aufmerksam machen, wer ist das ZAMUS und welche, welche Künstler repräsentieren wir mhm. oder können wir repräsentieren? Was hältst du von diesem Konzept des Marathons, also in der heutigen Zeit so viele Konzerte an einem Tag zu machen, gerade im Early-Music-Sektor? Ich glaube, das ist ganz gut. Ich, ich, äh man kann, man kann auf verschiedene Art und Weise ähm, Konzerte veranstalten. Und in diesem Falle ist es eher eine Art Wine-Tasting. Keine Ahnung, äh, es sind, sind alle relativ kur kurze Konzerte. Oder das hat, das hat auch was, ne? das, das, ähm, dass man in, in einer relativ kurzen Periode ganz viele verschiedene Sachen... Ja, und also, ich war letztes Jahr da und ähm, ich fand das ganz spannend. und auch was dann passiert ist, dass in den zwischenzeiten, zwischen den pausen zwischen den konzerten, kann man dann auch so ein bisschen reden über was gerade passiert ist, damit dann auch ähm, quasi den gaumen wieder bereit ist für die nächste, das, den nächsten geschmack. also ich finde es find ein interessantes konzept. Mhm. Ja, das ist auch die, die Idee dabei, dass man vielleicht gerade, wenn man Fragen hat, gerade bei einem Programm, was jetzt vielleicht ein bisschen out of the box ist, wie deines, wo, mhm. wo, ähm, wo, wo Blockflöte mit elektronischer Musik ähm, zusammen einhergeht, dass danach das Publikum vielleicht auch mal fragen kann, so, was, mhm. was habe ich da gerade erlebt? Was ist passiert, als du diesen Ton gespielt hast? Oder, oder warum klang das so, wie es jetzt klang? Und das ist auch ein Bestreben von uns, ähm, da wirklich. Und Dialog zu schaffen, auch zwischen Künstlern und, ähm, und dem Publikum, weil, glaube ich, das auch in der heutigen Zeit oft so ein bisschen losgelöst wird voneinander, dass man sich vielleicht oft zu ernst nimmt als, als Interpret, wo doch. Ja, es ich, ich, ist fast ist manchmal ein bisschen die, ich nenne das Amazonifikation der Gesellschaft. Ne? Also ich esse ich esse ein Konzert, es ist fertig, ich gehe nach Hause und das war's. Das ist zwar möglich, aber das ist, dann, dann ist man wirklich Konsument. Und ich glaube, in, 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 in diesem Rahmen und gerade auch mit, mit unserem Festival ist man nicht nur Konsument. Es, es, äh, es kommen hoffentlich auch Fragen beim Publikum. Und das ist ja eine der, der wichtigsten Sachen, die die Kunst machen kann, ne? dass ein Konzert Fragen und, und ein bisschen provo leicht provoziert und mal zum Nachdenken ähm, ja. anregt. Genau, was, was kannst du denn dem Publikum sagen? Was wird das Publikum aus deinem Konzert mitnehmen? Oder welche Fragen werden sich da vielleicht auftun? Ja, ohne das natürlich jetzt alles äh, so Spoiler zu geben wie bei äh, Series. <laughs> ich glaube, am besten kommt das Publikum einfach ohne allzu viele Erwartungen rein. Ja, man muss schon eine abenteuerliche Einstellung haben. Aber andererseits habe ich gedacht, wenn, das, wenn sie es wirklich nichts finden, dauert es auch nur 35 Minuten. Ich meine, ja, man, man muss schon auch was ausprobieren wollen. Und ich glaube schon, dass, dass, dass da irgendwelche Traum entstehen kann. Und eine, ich meine, ein Konzert ist auch eine Art Eskapismus. Ne? Und ich glaube, das, das wird bei dieses Konzert ganz stark da sein, weil, also, weil wie gesagt, die, die Orientation weg ist. Und ja, dadurch, dass die, die Lautsprecher, in, äh, da einen, es wird eigentlich eine neue Welt kreiert, eine virtuelle Welt, die eigentlich sehr echt fühlt und wo man auch nicht mehr so checkt, was, ist, was war eigentlich die, die echte Welt und das ist die virtuelle Welt. Und dann, dann kommt eine Art fließender Übergang und ich glaube, das, das ist ganz spannend. Danke. Aber gut. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass es... Ich, ich meine, ich, ich mache es ja auch nicht zum ersten Mal. Ich arbeite schon seit 2007 mit, mit Jorrit ähm, und er ist so gut in... in ähm, eigentlich habe ich Elektronik nie gemo gemocht, weil ich dachte, ich bin doch ein akustischer Mann. Ne? Ich liebe diesen akustischen Sound, aber er, er ist so gut, dass... Ja, es schafft eine Art organische Weise von Elektronik zu machen. Und das ist eigentlich, was ich, was ich so spannend finde. Und dadurch entsteht eine Art Hyperrealität. Also nicht ein, eine, eine schlechtere Version von echten Welt, aber fast eine bessere Version, weil noch eine extra Dimension dazu kommt. Du sagtest ja noch, es gibt Konzerte, die ähm, eher lauter sind und es gibt Konzerte, die sind eher leiser, jetzt mhm. im A-Theater weiß man ja gar nicht wie die Stimmung ist. Früher war ja die Musik auch viel Unterhaltung und ähm, mhm. wie war es da? Jörg und ich haben mal angefangen mit was wir eine Höherexposition nennen, wo das Publikum einfach durch eine Kirche läuft, wo acht Lautsprecher sehen, stehen und damit also nicht im klassischen Sinne ein Konzert zu sich nehmen und das ist das ist ja mehr eine Art von, von Unterhaltung, aber es ist auch nicht ganz Unterhaltungsmusik. Es wird, werden keine Schlager gesungen. Also es ist wirklich, es ist, glaube ich, auch interessant, dieses Punkt, wo Unterhaltung zwischen E und U Musik, wie man auf Deutsch mhm. äh, sagt. Und viele historische Musik ist ja ja auch auf diesem Punkt. Vor allem die die niederländische Musik aus dem 17 Jahrhundert, ähm, die, wo und auch die Kunst, wo man Gemälde sieht und wo ganz normale, rustikale ähm, Szenen stehen. Da sind nicht alle Götter in ihrem perfekten Zustand, da sind auch oft so normale Sachen aus dem Leben. Ja, also ich finde das ein spannendes Thema, wo, wo es viel, ja, dieses, dieses Bruch zwischen Unterhaltung und, ähm, und ernst, ernste, ernste Musik. Ja, da können wir sehr gespannt sein. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für das Gespräch, Bitte. für das Interview. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst zum Ende, was wird das Publikum am 14. Mai erwarten? Ich würde sagen, eine, eine musikalische Reise durch eine virtuelle Welt.